Es ist heiß in Hüsten und die Schaltzentrale am Eingang zum Kirmesplatz, der einzige Ruheort für die Vorstandsmitglieder der Hüstener Kirmesgesellschaft. Klaus Fangsmann ist mit seinen Söhnen seit Tagen auf der Riggenweide, dem Kirmesplatz, unterwegs. Das Trinkwasser ist für die beiden mehr als nur zum eigenen Verzehr gedacht. Denn sie kümmern sich um die Technik und so auch um die komplette Wasserversorgung auf dem Platz. Zwischen den bereits abgestellten Schaustellerwagen ist Max Fangsmann auf Tour. So einige Meter bzw. Kilometer hat er schon in den Beinen. Für die Wohnwagen der Schaustellerfamilien und für die Getränkestände stößt er die Wasserverteiler an. Und schon stößt er auf ein Problem. Papa, es fehlt genau ein Verteiler. Wir haben den für das Festzelt haben wir hier. Nur die andere Seite für den Ausschank, der fehlt komplett. Aber die Kirmesgesellschaft stand noch nie vor einem unlösbaren Problem. Alles bekommen sie hin und dafür sorgt Familie Franksmann. Und so läuft auch bald das Wasser in allen Bereichen, wie hier zur Versorgung der Wohnwagen der Schausteller. Und es läuft absolut rein, denn die Kirmesgesellschaft lässt, wohlgemerkt freiwillig, das Trinkwasser für den Schankbetrieb und die Wohnwagen auf Qualität prüfen. Und was ging es gerade? Ich hatte gerade in Gelsenkirchen beim Hygieneinstitut nachgefragt, was unsere Wasserproben machen. Wir lassen jedes Jahr vor der Veranstaltung an verschiedenen Zapfstellen Wasserproben entnehmen, um feststellen zu können, dass das Trinkwasser auch dementsprechend die Qualität aufweist, die wir hier brauchen auf dem Festplatz. Und wie ist es heute? Ja, ist alles in Ordnung. Beim Wasser ist alles in Ordnung und die anderen Mitglieder der Kirmesgesellschaft verschwinden wieder einmal zwischen den vielen LKW der Schausteller. Ingo Beckschäfer ist mit dem zu diesem Zeitpunkt wichtigsten Gerät im Dauereinsatz. Was ist das für ein Gerät? Das ist unser Messrad. Wofür? Um den ganzen Platz zu vermessen, über die ganzen Tage. Wie oft kommt das vor mit den Schaustellern? 125 Mal. Das heißt, alle Stellplätze müssen immer wieder neu vermessen werden. Zumal die Fahrgeschäfte nicht in Reih und Glied auffahren, sondern so kommen, wie sie eine andere Kirmes verlassen. Also kommen sie kreuz und quer und immer wieder muss die Kirmesgesellschaft Probleme lösen und hat auch Kilometer in den Beinen. Ohne Plan geht da gar nichts. Heiner Vogel und Ingo Beckschäfer regeln, was zu regeln ist. Und am Ende steht alles. Sogar die große Achterbahn, die sich als letztes großes Fahrgeschäft mit allen Zugmaschinen und Anhängern auf den Platz schlängeln musste. Ingo Beckschäfer und Heiner Vogel sind nun schon etwas entspannter. So, jetzt haben wir es geschafft. Alle Fahrgeschäfte bauen bzw. sind fertig. Es sind alle da. Jetzt kann es losgehen. Ja, dann sind wir also voll im Plan. Von der Seite her können wir anfangen. Muss ich dir beipflichten. Alles im Plan. Die 1000-jährige Hüstener Kirmes kann also pünktlich am Freitag um 18 Uhr auf der Riggenweide eröffnet werden.